Hi zusammen, heute ist wieder Vlog-Tag und heute steht die Nummer 9 auf dem Programm. Es gibt keine wirkliche Agenda, es gibt heute einiges zu berichten. Der Tag an sich ist soweit sehr gut verlaufen. Wir hatten heute einige Gespräche mit unseren Lieferanten. Wir hatten die Überlegung, ob wir neuen Lieferanten mit aufnehmen, beziehungsweise wie wir dort verfahren. Wir warten auf einige neue Produkte. Darüber hinaus haben wir heute das Thema Trusted Shops Zertifizierung ein ganzes Stück voranbekommen. Das heißt, die dürfte in den nächsten Tagen durch sein, sodass dann auch unser Shop wirklich komplett verifiziert ist von Trusted Shops. Darüber hinaus haben wir sehr, sehr viele Themen angegangen bezüglich der neuen Website. Die Texte werden in Kürze erstellt. Ich denke, nächste Woche kann ich da schon was präsentieren. Facebook-Marketing, sehr viele ja, Instagram-Themen sind neu dazugekommen. Wir haben jetzt sogar die ersten Produkttester, die für uns agiert haben und die auch schon ihre Blogs mit unseren Produkten gefüllt haben. Das Ganze läuft ganz gut an. Die nächsten Kooperationen sind schon bereits in Planung. Das heißt, wir überlegen gerade, ja, mit welchen Personen oder mit welchen Blocktypen man dort kooperieren kann. Welche wirklich auch Mehrwert durch uns haben, weil es geht ja auch nicht nur darum, dass wir einfach nur verkaufen, 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 sondern darum, dass auch die Kunden einen wirklichen Vorteil haben, dass da wirklich eine Kooperation zustande kommt, die vielleicht sogar längerfristig ist. Ja, ansonsten war es heute ein wirklich guter Tag, produktiv. Viele Punkte sind erledigt worden. Unter anderem zum Beispiel auch das Thema Redesign von unseren ganzen Versanddokumenten, dass die einheitlich sind. Da sind wir einen Schritt weiter gekommen. Zwar noch nicht final, aber zumindest ein gutes Stückchen voran. Was dann noch demnächst ganz schön auf der Agenda ist, wie ich schon gesagt habe, das Thema Personal. Da werde ich noch ein paar Worte zu sagen. Nicht heute, heute ist es zu spät. Eher Ende der Woche. Ich werde darüber hinaus versuchen, oder nicht nur versuchen, ich werde jeden Tag einen Vlog machen. Das heißt wirklich an 5 Tagen Minimum die Woche wird es einen Vlog geben. Mal mehr, mal weniger lang. Und last but not least ist nächste Woche große Messe von unserem Warenwirtschaftshersteller in Düsseldorf. Da denke ich, werden einige neue Impulse kommen, um unsere Warenwirtschaft und die Produkte, die wir in der Warenwirtschaft haben, auf das nächste Level zu bekommen. Ja, ich denke, da werden auch Verbesserungen fürs Lager bei rumkommen. Zu dem Thema dann herzlichen Gruß ins Lager, wenn die zugucken. Das heißt, da werden ein paar kleinere, vielleicht sogar größere Änderungen im Raum stehen, die Arbeitsabläufe dort verbessern und dafür sorgen, dass wir noch mehr Pakete in kürzerer Zeit theoretisch rausbekommen, was durchaus sehr sinnvoll ist bei unserem aktuellen Wachstum. Ja, das so in Kürze einmal zusammengestellt. Ich denke, das war's für heute. Dann wünsche ich einen guten Abend und wir hören uns morgen. Bis dann. Ciao.